Nahtoderfahrungen, und das beweisen zahlreiche wissenschaftliche Studien, geschehen, wenn das Gehirn entweder nur sehr mangelhaft und schlecht funktioniert oder wenn gar keine Hirnfunktion mehr vorliegt. Bei Nahtoderfahrungen handelt es sich also ganz bekanntlich um klare Bewusstseinserfahrungen, die von einem schlecht funktionierenden oder überhaupt nicht mehr funktionierenden Gehirn daher nicht hergestellt, nicht produziert werden können. Von daher kann man ganz klar aus wissenschaftlichen Studien schließen, dass Nahtoderfahrungen reale Erlebnisse sind, und zwar mit dem Bewusstsein außerhalb des Körpers und nicht etwa Träume oder Halluzinationen. Das habe ich ja bereits hinreichend erklärt und auch nachgewiesen. Doch heute soll es uns um eine ganz andere spannende Frage gehen. Es geht ja immer um außerkörperliche Wahrnehmung. Menschen berichten also von Dingen, die außerhalb ihres Körpers geschehen sind, zu einem Zeitpunkt, in dem sie tot waren. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass eben das Bewusstsein getrennt vom Körper existieren kann, beziehungsweise es ist der ultimative Beweis. Denn wenn man sich Informationen verschaffen kann, während das Gehirn nicht funktioniert und man dies außerhalb des Körpers zutun kann und diese Informationen dann wieder zurückbringt, beweist das ganz klar wissenschaftlich, dass diese Wahrnehmung außerhalb des Körpers stattfand und damit vom Bewusstsein gemacht worden ist, das eben nicht vom Gehirn vermittelt wurde. Heute soll es uns um die Nahtoderfahrungen gehen, die von den Menschen gemacht werden, die keine intakten Sinnesorgane mehr haben. Das heißt also auf gut Deutsch Menschen, die entweder blind oder taub sind. Man hat sich diesem Forschungsfeld einmal angenommen. So taten dies ganz besonders im Jahre 1998 Kenneth Ring und Sharon Cooper. Und die haben da eine Zeit lang daran geforscht, wie es denn mit Nahtoderlebnissen steht bei Blinden und bei tauben Menschen, bei denen man also mit völliger Sicherheit ausschließen könnte, dass diese Wahrnehmungen durch die Sinnesorgane des Menschen hervorgerufen werden können. Also da gibt es dann überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Und tatsächlich, sie haben dann in dieser Studie nachgewiesen, dass Nahtoderfahrungen bei Blinden und Tauben genauso vorkommen. Jetzt handelt es sich dabei nicht um irgendwelche anderen Erlebnisse, sondern es handelt sich auch um transzendente Erfahrungen, und die Inhalte sind genau die gleichen wie bei gesunden Menschen mit intakten Sinnesorganen. Dass die Sinnesorgane nicht funktionieren während des klinischen Todes, ich glaube, das habe ich bereits hinreichend erklärt. Das heißt, hier, wenn diese Menschen also, die da eben in dieser Studie erfasst worden sind, überhaupt nichts mehr sehen konnten, ihr ganzes Leben lang nichts gesehen haben, also ihr ganzes Leben lang auch nichts gehört haben, also sowohl bei Blinden als auch bei Tauben war das ja auch schon mal in einer Studie der Fall. Da hat man ganz klar gesehen, diese Erlebnisse unterscheiden sich von denen gesunder Menschen überhaupt nicht. Also es ist genauso wie eben auch bei anderen Menschen, also auch blinde Menschen, erleben quasi diesen Tunnelblick, erleben quasi diese ganzen Elemente und erleben eben auch, dass sie eben dann auf Verstorbene treffen, bereits Verstorbene treffen und diese dann treffend beschreiben können, wenn sie beispielsweise gar nichts gesehen haben, noch nie etwas gesehen haben. Und diese können sie ganz genau beschreiben. Sie können dann ihren Körper beschreiben, wenn sie außerhalb des Körpers in einer außerkörperlichen Erfahrung auf ihn herabblicken. Sie können die Mitmenschen beschreiben und sie können alles genauso wie auch normale, gesunde Menschen, normale in Anführungszeichen Menschen eben auch beschreiben, was da geschieht außerhalb ihres Körpers. Nun kann das natürlich nicht von den normalen Sinnesorganen und vom Gehirn produziert sein, überhaupt nicht. Aber schon gleich gar nicht dann, wenn eben sie noch nie gesehen haben. Auch bei Tauben ist das der Fall, wenn die plötzlich außerhalb ihres Körpers Hörwahrnehmungen haben. Sie haben audiovisuelle Wahrnehmungen und können ganz genau hören, was die Ärzte sagen, oder je nachdem, wo sie sich gerade an welchem Ort befinden, können sie verifizierbare Kommunikation eben richtig audiovisuell erfassen, obwohl sie nie in ihrem Leben etwas gehört haben. Das beweist also eine Gehörfähigkeit außerhalb des Körpers, die eben zum außerkörperlichen, nicht lokalen Bewusstsein dazugehört. Was hat man eben in solchen Studien festgestellt mit Menschen, deren Sinnesorgane ihr ganzes Leben noch nie intakt waren? Erstens, Nahtoderfahrungen von blinden und von tauben Menschen. Und da geht es nicht darum, ob sie schon geburtsblind waren, also noch nie etwas gesehen haben, oder
einige Zeit vor der Erfahrung erst erblindet sind. Darum geht es gar nicht, das macht keinen Unterschied. Auf jeden Fall sind diese Nahtoderfahrungen auch exakt genau die gleichen wie bei anderen Menschen. Das ist also ganz wichtig festzuhalten, da gibt es keine Unterschiede in deren Inhalten. Zweitens einmal können diese Menschen dann zum Beispiel in diesem Tunnel eben religiöse Gestalten, religiöse Figuren, verstorbene Menschen und auch außerhalb ihres Körpers ihren Körper und Angehörige und andere Menschen treffend beschreiben, obwohl sie diese noch nie gesehen haben. Ärzte zum Beispiel haben sie in keinem Fall noch nie gesehen und wenn sie geburtsblind sind, haben sie ja sowieso noch nie irgendeinen Menschen gesehen und können gar keine Vorstellung von diesen Formen haben. Wenn sie diese allerdings dann korrekt zu Protokoll geben, dann ist das ein ganz klarer Hinweis dafür, eben weil sie eben genau beschreiben können, wie das war, wie das ausgesehen hat, dass es sich eben tatsächlich um eine außerkörperliche Wahrnehmung handelt. Erschwerend hinzu kommt das taube Hören. Es gab ja einmal dieses Argument, das ich eben auch widerlegt habe, dass kurz vor der Bewusstlosigkeit oder auch kurz nach der Bewusstlosigkeit das Gehör noch intakt sein könnte und Gesprächsfetzen noch aufgenommen werden könnten und dementsprechend in einer solchen innerseelischen Projektion verarbeitet werden können. Das habe ich aber widerlegt, denn solche komplexen innerseelischen Projektionen kann das Gehirn gar nicht mehr produzieren, weil das Gehirn ja überhaupt nicht funktioniert in diesem beim Herzstillstand und so. Oder eben, wenn man bewusstlos ist, wenn man im Koma liegt. Es kann auch nicht sein, da man eben in vielen Studien eben auch von Anästhesisten befragt wurde. Diese Patienten wurden befragt von Anästhesisten, ob sie denn diese Musikeinspielungen über die Kopfhörer gehört hätten, während sie in der Narkose gelegen haben. Und zum Beispiel Professor Dr. Walter van Laak tat dies und hat noch nie eine positive Antwort darauf erhalten. Also sie konnten das nicht hören, weder vor noch nach der Bewusstlosigkeit, kurz davor, weil da sind sie ja schon bewusstlos und können ja gar nichts mehr aufnehmen, das ist alles nicht mehr fähig. Außerdem hat man auch bei diesen Studien, bei den berühmten Nahtodstudien ja auch Menschen ohne Nahtoderfahrung gebeten, eben ihre Empfindungen zu beschreiben und auch ihre Reanimation zu beschreiben. Und dieses taten sie dann eben mit schwerwiegenden Fehlern. Sie konnten das überhaupt nicht machen. Sie konnten das nicht ansatzweise so treffend beschreiben, wie das die Nahtoderfahrenen immer machen. Und das weist eben auch darauf hin, sie konnten nichts wahrnehmen. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Gehör auch nicht mehr funktioniert, wenn man bewusstlos ist und da keine Gesprächsfetzen eindringen können. Das ist ja beim Schlaf genauso, im Tiefschlaf, da kann auch nichts eindringen. Und genauso muss man da eben auch sagen, dass eben bei wenn die Bewusstlosigkeit eingetreten ist, das Gehirn, wenn es denn überhaupt keine elektrische und chemische Gehirnaktivität mehr erzeugt, auch absolut nichts Komplexes, auch keine komplexe innerseelische Projektion mehr verarbeiten kann. Insofern lässt sich dies ausschließen. Wenn man nun allerdings mit tauben Menschen in jedem Fall kommt, dann handelt es sich entweder um Menschen, die von Geburt an taub sind und sowieso noch nie was gehört haben, oder um Menschen, die kurz vor ihrer vor dieser Erfahrung, vor diesem Erlebnis ihr Gehör verloren haben und aus diesem Grund schon gar nichts Audiovisuelles wahrnehmen können in ihrem Körper. Wenn sie dies allerdings dann während Nahtoderfahrungen trotzdem tun, dann ist das ein ganz klarer Hinweis, dass das außerhalb ihres Körpers eine Wahrnehmung war, die nicht länger an irdische Beschränkungen gebunden und gefesselt war. Also nicht mehr an den kranken Körper und das komplette, das nicht lokale Bewusstsein, dieses ganze Programm jetzt außerhalb des Körpers gelaufen ist, funktioniert hat. Und da muss man eben auch sagen, auch bei Blinden ist das so, wenn sie eben entweder geburtsblind sind oder aber wenn sie kurz vorher erblindet sind, dann können sie auch nichts mehr so mitkriegen, dann können sie nichts mehr sehen. Wenn sie die Ärzte zuvor auch noch nie gesehen haben, können das auch keine unterbewussten Eindrücke sein. Das kann es auch bei Nahtoderfahrungen nicht sein, denn wenn die schon bewusstlos hineingeliefert werden oder wenn während der Reanimation fremde Ärzte hinzukommen,
Hilfspersonal, so können sie das auch nicht sehen, so können sie das auch nicht beschreiben. Auch die Gerätschaften und was da teilweise draufsteht, dass sie das beschreiben könnten, obwohl sie beschreiben konnten, obwohl sie das aus ihrer Perspektive gesehen im Bett überhaupt nicht hätten sehen dürfen und auch noch nie gesehen haben. Und das beweist eben auch die außerkörperliche Wahrnehmungsfähigkeit. Und wenn es jetzt eben dazu kommt, dass blinde Menschen, ob geburtsblind oder kurz vorher erblindet, sei jetzt dahingestellt, dann solche Sachen sehen können, auch die Aufschrift an Maschinen sehen können, lauter solche relevanten Sachen, dann handelt es sich um außerkörperliche Informationsbeschaffung und man kann nicht mehr abstreiten, dass sie das jenseits ihrer Sinnesorgane und Sinneskanäle eben erhalten haben. Und auch wenn sie eben dann diese ganzen verifizierbaren Beobachtungen auch weit entfernt davon machen, dann kann man eben da auch nicht mehr damit argumentieren, dass man sagt, ja, das ist alles nur unbewusst verarbeitet oder irgendwie solche Dinge. Das greift nämlich überhaupt nicht mehr, in keinem Fall greift das. Jetzt könnte man natürlich auch fragen, ja, was erlebt denn ein Geburtsblinder zum Beispiel in Träumen? Das hat man auch ganz klar untersucht und die Ergebnisse dieser Untersuchungen sahen wie folgt aus. Sie können ja gar keine visuellen Reize verarbeiten. Das bedeutet, bei Blinden stellt sich ein Traum so dar, dass man nur Gehörwahrnehmungen und Tastwahrnehmungen verarbeitet. Das bedeutet, visuelle Dinge kommen da nicht vor. Auch die berühmte Frage, siehst du schwarz, verneinen sie immer, denn sie können ja gar nichts sehen. Sie können gar nicht sehen, sie wissen auch nicht, was schwarz für eine Farbe ist, da sie ja nie gesehen haben. Das bedeutet, die sehen auch kein Schwarz. Für uns persönlich unvorstellbar, wenn wir gesehen haben und sehen können. Allerdings ist dem nun mal so. Und deswegen können sie eben auch keine visuellen Reize in Träumen verarbeiten. Auch übrigens in Drogenerfahrungen und DMT-Erfahrungen nicht. Da hat man nämlich auch Untersuchungen gemacht. Blinde sehen auch während eines Drogenrausches nichts, sehen keine Farben, sehen keine Muster, nichts. Sie haben nur eben Tastwahrnehmungen, Gehörwahrnehmungen, aber keine solchen visuellen Wahrnehmungen. Die können nicht stattfinden, denn auch solche Reize und solche Impulse wie Licht und irgendwelche Muster, auch die können sie ja gar nicht sehen, denn sie wissen ja gar nicht, dass sie existieren, weil sie sie noch nie betrachtet haben. Insofern ist die Nahtoderfahrung von Blinden eben auch insofern unerklärlich und ein ganz klares Indiz dafür, dass es sich eben um reale Bewusstseinserfahrungen handelt, als man keine visuellen Reize im Gehirn verarbeiten kann oder keine audiovisuellen Reize, wenn man blind oder taub ist. Insofern stellt die Nahtoderfahrung und auch ganz besonders eben solche verifizierbaren Dinge wie das Beschreiben, wie die Beschreibung von Verstorbenen, die man noch nie gesehen hat, des eigenen Körpers, den man noch nie betrachtet hat, auch nicht im Spiegel oder eben Angehörigen und Ärzten, die man zuvor noch nie gesehen hat, die weisen eben ganz klar darauf hin, dass man das eben mit einem geistigen Astralleib tut. Und da kann man dann eben nicht mehr leugnen, diese Tatsache nicht mehr leugnen, dass es eben eine geistige Fortexistenz nach dem Tode gibt, die auch außerhalb des Körpers stattfinden und existieren kann. Das ist also ein ganz klarer Hinweis darauf, denn Blinde und Taube könnten das niemals eben derart bewerkstelligen. Und wie ich ja bereits ausgeführt habe, Nahtoderfahrungen jetzt von Blinden wurden systematisch in wissenschaftlichen Studien vom Nahtodforscher Kenneth Ring und von Sharon Cooper untersucht und die Ergebnisse sehen auch insofern aus, als diese Nahtoderfahrungen gleich sind den anderen und außerkörperliche Erfahrungen eben genauso eintreten mit genau gleich verifizierbaren Wahrnehmungen und Aussagen, eben wie bei gesunden Menschen auch, die schon mal gesehen oder gehört haben. Insofern ist die Nahtoderfahrung von Menschen ohne intakte Sinnesorgane ein ganz klarer weiterer Beweis für ein Leben nach dem Tod, da die Nahtoderfahrung hier unmöglich, und das muss jeder einräumen, auch jeder harte Skeptiker, unmöglich über normale Sinneskanäle laufen kann und damit auch nicht irgendwelche Reize im Gehirn verarbeitet werden könnten, was ja sowieso auch bei gesunden Menschen, wie bereits aufgezeigt wurde, absurd ist und man nicht ernsthaft vertreten kann.